Vielleicht ist euch bereits aufgefallen, dass hier sowohl auf der Bühne Haie sind, als auch immer wieder im Programm. Der nächste Talk ist von unserem Erklärhai. Der Erklärhai wird euch in den nächsten Tagen immer wieder ein paar interessante Dinge zeigen. Wenn ihr den Erklärungen unseres Erklärhais lieber auf Englisch lauschen wollt, c3lingo.org wird euch gerne den nächsten Talk übersetzen. If you prefer to listen to this talk in English, please go to c3lingo.org and there they will be translating this talk for you. Jetzt geht es los mit Part 1. Erklärhai züchtet Kristalle. Viel Spaß. So, ich bin der Erklärhai. Wer mich nicht kennt, man hat mich heute Morgen schon im Opening gesehen. Ich soll ein bisschen Wissenschaft vermitteln und lustige Experimente machen. Das habe ich jetzt auch vor, die nächsten 4 Tage, weil die Experimente ein bisschen länger dauern als nur, das geht halt eben nicht so, was man eine Stunde präsentieren kann, sondern das ist so ein Experiment, also es sind Experimente, die brauchen schon ihre 1-2 Tage Entwicklungszeit, weswegen ich das heute anfange, das Experiment. Morgen können wir uns dann die Fortschritte angucken und ich hoffe, dass bis Tag 4 das Experiment auch abgeschlossen ist, sodass ich am Tag 4 eine Abschlusspräsentation hier halten kann. Der erste Experimentierkasten, mit dem ich anfange, ist eine wunderschöne, geheimnisvolle Kristallwelt, die man züchten kann. Und das ist halt eben so jetzt die Grundlage der Erklärung, wie es funktioniert. Aber bevor wir damit anfangen, will ich mal das beste Beispiel für Kristalle nehmen. Und Kristalle in dem Form sind bei allen Experimenten sind das Salzkristalle, also keine Metallkristalle. Also auch Metalle können Kristalle ausbilden oder andere Kristalle, sondern wir reden hier nur von Salzkristallen. Wer diese schönen Handwärmer auch zu Hause hat, da ist auch nur eine gelöste Kristalline, also eine Salzlösung, die auskristallisiert, also die in Wasser verdünnt, also sind Salze, die in Wasser gelöst sind. Und sobald da ein Kristall dazukommt, das sich in diesem Metallplättchen hier drin immer verbirgt, kristallisiert das Ganze aus und gibt dabei durch die chemische Reaktion Wärme ab. Das ist für den Winter mal sehr schön. Und wenn man das wieder warm macht, wird das Kristall wieder flüssig und es ist wieder zu gebrauchen. So, aber nehmen wir mal die spannenden Dinge. Wir öffnen mal dieses Paket. Und was da so drin ist. Ein bisschen Kalium-Aluminium-Sulfat mit der schönen Summeformel KAISO4212H2O. Also man merkt schon, da ist ganz viel Wasser drin. Früher wurde diese Substanz zum Gerben und zum Färben bei einer Gerberei verwendet, also wenn man so Stoffe damals gefärbt hat. Heutzutage wird das noch als Rasierstein zu Blutungsstellen angewendet. Nicht hier in Deutschland, keine Sorge, aber in anderen Ländern. Auch in Deos wird das Zeug gerne mal verwendet, weil das den Geruch hemmt. Und es ist immer noch als Stabilisator in Lebensmitteln zugelassen mit der E-Nummer 522. Also mal Fakten zu diesem schönen Salz, was hier drin ist. Ich packe das jetzt mal aus. Hier in diesem schönen Kasten sind 5 Beutel dieses Salzes drin. Dazu 2 Rührstäbchen, die noch wichtig sind. Und wie bei jedem guten Experiment, man legt alles, was man hat, sich erstmal offen und hin, damit man alles griffbereit hat. Ein bisschen Farbstoff in der Farbe Türkis. Eine Pinzette. Und eine Schnur, die wir eventuell auch noch nutzen können. Also, wer sich sowas, so ein Set auch mal zu Hause oder Kristalle zu Hause züchten kann, kann das ganz einfach machen, indem er Zucker in Wasser löst, in eine Schnur reintut und irgendwann wird der Zucker sich an der Schnur kristallisieren. Also, wer dieses Experiment in Schnellzeit zu Hause machen will und keinen Experimentierkasten zur Verfügung hat, Zucker hilft da auch.
So. Was ist noch drin? Die. Was? Sorry, mein Kamerakind redet gerade mit mir. Okay. Zwei Schalen, die zum Hinterher durchdekorieren. Eine Anleitung, die ich nicht genauer in die Kamera halten werde wegen Urheberrecht, aber an die ich mich auch herleiten werde und genau erklären werde, was in dieser Anleitung steht. Ein paar Farbrollen. Ein Messbecher. Ein kleiner Dinosaurier, mit dem wir jetzt auch gleich anfangen werden. Und noch eine Farbrolle. Diese Farbrollen hier, das sind einfache Kreppbänder, die kriegt man auch im Bastelbedarf. Die sind halt eben sehr, sehr schön, wenn du irgendwas einfärben willst. Also man kann das auch gut auf irgendwie was, wenn du irgendwie weißes Pappmaché hast, kann man das auch einfach drauflegen, draufsprühen und dann ist da Farbe auf dem Pappmaché. Man räumt auch immer den Experimentierplatz auf. So, hier ist nämlich eine schöne Anleitung, was gemacht werden will. Als erstes gibt man etwa 110 Milliliter Wasser in einen Messbecher. Zu empfehlen ist immer dafür destilliertes Wasser, weil normales Wasser Salze enthält. Und wir arbeiten hier mit einem Salz. Wir sollten vielleicht das nicht mit den Salzen, die in Leitungswasser drin ist, mischen. Und dafür gibt es hier einen Messbecher mit einer entsprechend fehlenden Markierung. Das sind 110 Milliliter. Und große Flaschen stellt man immer vom Arbeitsbereich weg. Das müsste funktionieren. So. Ich will mein Dino in grün haben, weil Dinos sind meiner Erachtens nach grün gewesen. Nehme davon jetzt ein Stückchen ab. Tue es hier rein und das Wasser müsste sich gleich anfangen. Die Farbe aus dem Papier geht in die Farbe des Wassers über. Und durch ein bisschen Unrühren wird das in wenigen Sekunden grün. Also, falls ihr mal irgendwie grünes Wasser zu Hause braucht, um Leute zu erschrecken, kann man das machen. So. Ich habe dieses Papier da rausgeholt. Jetzt habe ich hier wunderschönes grünes Wasser, wie die Anleitung sagt. Sind auch nur noch knapp 90 Milliliter, plus ein bisschen mehr. Man soll den Rest wegkippen, steht in der Anleitung explizit drin. Da ich kein großes Spülbecken hier auf diese Bühne gekriegt habe, habe ich Gläser. So. Wie man sieht, ist es irgendwo bei 3. Da dieser Experimente eine gewisse Schwankung unterliegt, sollte es funktionieren. Jetzt habe ich ein vorbereitetes Marmeladenglas mit einem grünen Deckel, weil das für den grünen Dino ist. Kippe dort dieses frisch gefärbte Wasser rein. Dann soll ich ein komplettes Tütchen laut Anleitung von diesem Kaliumaluminsulfat da reinkippen. Ja.
Ich schneide vorsichtig hier die Verpackung auf, gucke, dass vorher auch das ganze, der ganze Inhalt zum Boden gesunken ist, dass nicht hier oben sich noch Reste befinden, weil das würde ein Experiment schaden. Kippe vorsichtig dieses schöne Kaliumaluminsulfat hier rein. Rühre es gerade vorsichtig um. Hab währenddessen schon versucht, Wasser zum Kochen zu bringen. Und werde das jetzt in diesem Topf, der mit normalem Leitungswasser gefüllt ist, in einem Art Wasserbad erwärmen. Also nur erwärmen, nicht kochen. Das Prinzip mit den Wasserbädern ist der gleiche Grund, warum man Schokolade nicht einfach in den Topf tut und erwärmt, sondern in ein Wasserbad, weil Wasserbäder nicht so warm ist. Würde ich jetzt Glas direkt auf die Herdplatte packen, dann gäbe es hier Glasbruch und das wollen wir alle vermeiden. Und jetzt rühre ich hier so lange, bis ich, man sieht noch hier unten, da ist noch ein bisschen Kristall drin, bis sich das gelöst hat. Wer das zu Hause mit seinen Kindern nachmachen will, so einen Experimentierkasten, bitte als Elternteil daneben stehen. Da steht hier in dieser Anleitung auch auf der Rückseite eine ganze Informationsbroschüre drin, was man für die Eltern, was man beachten soll. Die habe ich aber im Vorhinein schon gelesen, damit ich nicht hier mit Sicherheitshinweisen prahlen muss. Natürlich allgemein Kinder dabei beobachten. Aber da das auch als Zusatzmittel für Lebensmittel zugelassen ist, ist es nicht giftig. Also nicht in kleinen Dosen. So. Da das gerade noch ein bisschen braucht, lasse ich das hier mal stehen und fange mit dem Stein an, den ich züchten möchte. Ich möchte mir nämlich so einen kleinen Kristall noch züchten. Diesmal in dieser wunderschönen Farbe Blau. Weil ich blaue Steine schön finde und ich mir Rot für die Kette vor aufbewahrt habe. Dazu nimmt man wieder so ein Stück Papier hiervon. Nimmt nochmal ein bisschen Wasser, also destilliertes Wasser. Kriegt man in jeder Drogerie meistens im Bereich Bügelbedarf, weil man nutzt sowas auch gerne zum Bügeln, also bei Dampfbügeleisen als Wasser. Und da wir jetzt hochwissenschaftlich sind, habe ich nicht nur zu viel reingekippt. Ich kippe es auch nicht wieder zurück in die Flasche, weil das macht man nicht bei chemischen Experimenten. Generell gilt niemals eine Substanz, die man aus einem Gefäß rausgekippt hat, also aus einem Lagergefäß, wo mehr davon ist, zurückschütteln, wenn man zu viel davon hatte. Weil das kann immer noch sein, dass jetzt hier in dem Messbecher Fremdstoffe drin sind, die gehen dann in den Gesamtbehälter und dann ist das destilliertes Wasser nämlich verunreinigt. So. Ich hoffe, das löst sich jetzt hier langsam. Man sieht, hier unten ist noch ganz viel Salz, was ich gerade durch ein bisschen Rühren versuche zu lösen. Aber wir waren eigentlich bei diesem blauen Blatt Papier. So. Neue Farbe, neuer Rührstab. Ich will ja nicht hinter Türkis haben, sondern einheitliche Farbe.
Also, falls ihr auch mal sowas wie Wasserfarm herstellen wollt, schnell, kann man auch damit sehr gut machen. Jetzt habe ich hier blaues Wasser. Auch noch ein bisschen zu viel. So, jetzt sind es mehr eher 90 Milliliter. Ich nehme mir hier ein frisches, geputztes Glas. Darin werde ich jetzt den Kristall züchten, bevor ich nochmal kriege. Dort kippe ich jetzt dieses wunderschöne blaue Wasser rein. Nehme die nächsten Beutel. Kippe auch hier den kompletten Inhalt rein. Lege den leeren Beutel weg, weil er wird nicht mehr benötigt. Nehme dieses schöne Rührstäbchen, was ich dafür griffbereit hier liegen hatte. Rühre einmal um, damit sich das anlöst. Wenn die grüne Flasche, Flüssigkeit im Topf fertig ist, werde ich diese Flüssigkeit dazu stellen, weil. Oh, doch, sie passt noch daneben. Da mir das gerade nicht schnell genug warm wird, muss ich es leider hierhin tun, was ich jetzt gerade meinen Versuchsausbauch kurz umräumen werde. Muss eins, zwei. So. Ich musste gerade meinen Versuchsaufbau umbauen. Es hat gerade nicht geklappt. Das liegt daran, wenn man Experimente nicht so gut vorbereitet. So, damit sind diese beiden Experimente erstmal abgeschlossen. Ich werde jetzt hier ein bisschen kurz das wieder ein bisschen zurückräumen und werde schon mal sagen, es kommt jetzt, ich werde sofort hier weitermachen. Ihr könnt mir jetzt beim Aufräumen zusehen mit dem nächsten Experimentkasten Kristallenhörner züchten, während ich hoffe, dass die beiden Flüssigkeiten sich noch auflösen. Sobald sich die Flüssigkeiten aufgelöst haben, also das Salz in der Flüssigkeit sich gelöst hat, werde ich in dieses Marmeladenglas den vorbereiteten Dino reintun, das Glas verschrauben und hier genauso wie das andere Glas, wo ich den Kristall drin versuche zu züchten, hier hinstellen. Vielleicht wird es auch zwischenzeitlich einfach mal Fotos auf unserem Twitter-Account geben, wie die Kristalle gewachsen sind. Wir werden das hier sehr schön protokollieren und auch dokumentieren und euch zur Verfügung stellen. Den brauche ich gleich noch.
Das ist Kalium. Weil, jetzt kommt der Beste, dieser Experimentierkasten funktioniert anders. Weswegen ich jetzt auch schon mal vorsichtshalber Handschuhe anziehen werde. Weil der Stoff, der hier drin verarbeitet ist, ist leider giftig. Zwar nicht, hat eine Toxizität von 3200 Milligramm das Kilogramm. Also, wenn ich mir mal mein Gewicht angucke, muss ich da schon sehr viel davon essen, um zu sterben. Aber um zu schützen, habe ich mir Handschuhe mitgebracht. Hier werde ich jetzt Einhörner züchten. Nicht nur Dinos. Wir haben gedacht, Einhörner passen am besten zu Dinosauriern. Man räumt immer erst alles raus, inklusive der Anleitung. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden, warum das nicht so läuft, wie es ist. Dafür müssten wir aber definitiv für einmal eine kurze Pause machen, um das Problem zu fixen. Ich befürchte gerade, wir haben ein kleines elektronisches Problem an den Herdplatten. Aber ich mache erstmal das Experiment hier an. Wir gucken, dass wir das jetzt gleich noch fixen und wir das weiter gucken können. Okay. Weil? Ja, es kann immer mal passieren. Ich habe mir schon mal wie immer die Anleitung parat gelegt, damit ich vorbereitet bin und mich an diese Anleitung, die sehr schön auch für Kinder gemacht ist, herleiten kann. Dabei sind auch 4 Einhornschablonen. Hier wunderschöne Einhörner. Das passt. Ein bisschen Filterpapier, was die Flüssigkeit einfach aufsaugt und weitergibt. Das kennt ihr zum Beispiel alle aus der Schulzeit. Und für die Kinder, die zuhören, ihr werdet irgendwann das Experiment haben von Filterpapier. Wenn ihr darauf einen schwarzen Permanentmaker macht, also einen Punkt drauf macht, in der Mitte sieht man, wie sich langsam alle Farben dran verteilt. Davon sind 1 mit Grün dabei, noch 1 in Grün, die gehören zusammen. 2 Innenteile, die hier gerade rausfallen. Und jeweils 2 Paare an Weißen. Da ich eben schon mit Grün und Blau hantiert habe, werde ich jetzt weiterhin nur Grün und Blau nutzen. Und ich lege mal vorsichtshalber das Kaliumaluminsulfat weg. Nehme die 2 Petrischalen. Baue dieses Filterpapier zusammen. Ganz vorsichtig. Wie es in der Anleitung beschrieben steht. Ich habe mir jetzt vor der Show doch erlaubt, die Anleitung einmal zu lesen. Weil sowas muss man vorbereitet haben. Oh. So, jetzt hat man so ein schönes kleines Bäumchen. So kann man es besser sehen. Das steckt man hier in einer vorgefertigten Kreuzung. Rein. Also dabei sind solche halben Petrischalen mit Kreuzchen drin. So sieht man das gut, wo man dann dieses Bäumchen reinstecken kann.
was ein bisschen Fimmelarbeit ist. So, welches Einhorn passt zu einem grünen Kristall? Man sieht auch schon die Außenseite, das ist das Färbemittel, was den Kristall färben wird. Ich finde, ein Ringbogenhorn passt perfekt zu grün. Werde das also hier draufstecken. So. Und jetzt kommen wir wieder zum spannenden Teil. Das ist nur der Vorbau. Hier ist eine Flüssigkeit drin. Wie eben schon gesagt, dessen Toxizität sind 3200 Milligramm pro Kilo Körpergewicht bei oraler Einnahme. Hier in diesem Beutel sind 20 Gramm. Wer jetzt Kopf rechnen kann, ist im Vorteil. So. Hier sieht man auch schon, guck mal, dass ihr das sehen könnt, ein Kristall unten drin. Den werde ich nicht mit reingeben. Das ist genauso wie in diesem Beutel. Der Kristall, der in dem Metallplättchen, was da immer drin schwimmt, was man nicht ganz so gut sieht. Man sieht aber den schwarzen Punkt, quasi sich zurückbildet. Das ist quasi ein Starterkristall. Dieses, als Hinweis, diese Flüssigkeit nennt sich Zauberwasser, ist aber eigentlich nur Kaliumdihydrogenphosphat. Oder auch in der Summenformel KH2PO4, also ein Kalium, zwei Wasserstoff, ein Phosphor und vier Sauerstoffatome. Ist das Kaliumsalz der Phosphorsäure, für die Chemiker, die jetzt Chemie lernen. Es ist sauer, deswegen habe ich hier auch einen pH-Teststreifen liegen. Wir können nämlich gleich schon einen pH-Test machen, um zu gucken, ob es wirklich sauer ist. Und wird in der Lebensmittelindustrie auch als Säureregulator in Lebensmitteln angewendet, besonders bei Eiklar, und hat als Bezeichnung E340. Also wenn ihr auf irgendeiner Zutatenliste eines Produktes E340 seht, ist es genau diese Flüssigkeit. Also wenn ihr Produkte esst, wo E340 drin ist, ist es die gleiche Flüssigkeit, die ich mit Handschuhen anfasse. Das kriegt man hier vorsichtig rein. Und dann hoffen wir, dass in den nächsten Tagen diese Flüssigkeit dann in diesem Filterpapier wird sie aufsteigen und dann an den Rändern dieses Filterpapier auskristallisieren und hoffentlich quasi das ganze Einhorn einbedecken. Und da ich direkt zwei rausgelegt habe, ich werde direkt zwei Hörner vorbereiten. Und dann werden wir die nächsten Tage es beobachten können, was sich daraus entwickelt. Ich kippe jetzt einfach erst die Flüssigkeit rein und dann das Filterpapier. Bewahre den Stein gut auf, weil in der Anleitung ist auch beschrieben, dass man hinterher aus den Kristallen, wenn man sie in Wasser löst, wieder Flüssigkeit herstellen kann. Also quasi ähnliches Prinzip bekannt wie beim Händewärmer. Man stellt es kurz hier rein. Wenn es flüssig ist, hält es direkt besser. Und blau auf blau gibt blaues Einhorn. Es kommt jetzt hier drauf. Und wir werden gleich mit einem anderen Experiment weitermachen, sind aber mit den Experimenten fertig. Und wir schauen uns morgen in dem Erklärheitsslot, können wir uns mal angucken, wie weit die Einhörner geworden sind. Thank you.